Jetzt wird gebaut an der Haltestelle Holländischer Platz Universität. Bagger brechen den bisherigen Gehweg des Haltestellenbereichs auf. Betroffen ist zunächst nur die Ein- und Ausstiegsstelle für Bahnen und Busse in Richtung Vellmar. Die Haltestelle wird von 250 auf 400 Quadratmeter vergrößert. Sie ist wegen der stetig wachsenden Studentenzahl zu klein und wird daher abschnittsweise ausgebaut. Ich finde es grundsätzlich gut, dass etwas an der Kreuzung getan wird. Nur alleine der Ausbau der Station reicht nicht. Man müsste die Kreuzung grundlegend verändern, allein schon die Übergänge für die Fußgänger. Die untere Königsstraße ist zwischen Bremer Straße und Holländischem Platz bis 30. November für Autos gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.